Sehr gut. Das ist ja gerade das, was die Aminen wollen. Was aber wir, das ist deutsches Recht, ne? Du darfst darauf hören, wie es denn willst. Bis vor kurzem ging man in Ansbach davon aus, dass die US-Kaserne im Ortsteil Katterbach aufgelöst wird. Ansbach wollte auf dem 14 Hektar großen Areal einen Campus errichten. Doch nun folgte der Paukenschlag. Die US-Soldaten bleiben und werden weiterhin von deutschem Boden aus ihre schmutzigen Kriege vorbereiten und koordinieren. Das zeigt mal wieder deutlich, dass Deutschland seit Kriegsende nie souverän war und woher die Befehle für unsere Politikdarsteller eigentlich kommen. Aktivisten der NPD in Mittelfranken trafen sich, um zu zeigen, was sie von der Besatzerpolitik halten. Anwohner freuten sich zu früh über den vermeintlichen Truppenabzug. Denn die Militärhubschrauber waren und sind die reinste Lärmbelästigung. Das Schlimmste ist allerdings, dass die Yankees mit ihren Kriegseinsätzen die Flüchtlingsströme nach Europa überhaupt erst auslösen und dies billigend in Kauf nehmen. Außerdem kann und darf es nicht sein, dass die USA noch immer auf unserem Boden einen Teil seiner Atomwaffen lagert. Die Mogelpackung AfD möchte am Westbündnis festhalten und hat im Bundestag gegen den Abzug der US-Truppen aus Ramstein gestimmt. Die NPD stellt sich dem Koloss entgegen und möchte die Probleme an der Wurzel packen, anstatt nur politischen Populismus zu betreiben. Zeigen Sie den Besatzerknechten, was eine Hake ist, und wählen Sie am 26. September die Nationaldemokraten.